Wenn du gerne wissen möchtest, wie man seine Instagram-Nachrichten nun lesen kann, ohne diese Funktion gesehen zu sehen, dann bist du genau hier richtig in diesem Video. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie das geht. Bleib auf alle Fälle bis zum Ende des Videos dran, damit du keine der wichtigen Schritte verpasst. Zuallererst geh mir natürlich erstmal in unseren Instagram-Account rein. Dann siehst du ganz normal dein Feed. Dann klicken wir einmal unten rechts auf dein Profil. Hier siehst du dann ganz normal meine Page. Und jetzt klicken wir einmal oben rechts auf die drei Striche. Nachdem wir darauf geklickt haben, siehst du dann hier weitere Möglichkeiten und dann scrollen wir relativ weit runter und gehen zu dem Punkt Nachrichten und Story antworten. Da klicken wir einmal drauf, dann wirst du weitergeleitet und dann siehst du nun mehrere Möglichkeiten wieder und dann gibt es diese Funktion Lesebestätigung anzeigen. Da klicken wir einmal drauf und dann siehst du, dass die Lesebestätigung an ist bei mir. Also andere können sehen, wenn du Nachrichten gelesen hast in dem Sinne. Das zeige ich dir auch gleich als Beispiel. Und hier habe ich die Funktion angeschaltet. Die ist automatisch an, aber wir können jetzt die Funktion ausmachen und somit, wenn du Nachrichten bekommst und die auch gelesen hast, gibt es jetzt nicht mehr diese Funktion gelesen oder gesehen. Und das ist eben ein mega cooler Hack in dem Sinne, gerade wenn du Nachrichten lesen solltest von gewissen Personen, aber nicht unbedingt willst, dass du es eben gelesen hast und dass die es sehen können. Da gehen wir jetzt mal auf ein Instagram-Profil, auf den zum Beispiel, und dann siehst du hier unten gesehen. Das heißt, die Person hat die Nachricht gesehen und hat aber nicht darauf geantwortet. Und so eben kannst du diese Funktion deaktivieren, indem du genau diese Schritte machst, die ich dir am Anfang des Videos gezeigt habe. In der Endcard habe ich noch einen Mega-Tipp zu Instagram. Schau es dir auf alle Fälle an. Und damit sage ich, wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder.